Strom aus einfach Gewölkeis. Hallo. Das ist natürlich, war natürlich für uns nicht ersichtbar, aber der Rennleiter hat das sofort korrigiert und der Pauli Kohler hat noch einen Zeit ist interessant, praktisch, er ist die Zeit überführt und so. So, in der anschließenden Quadklasse haben 7, 8 Fahrer. Aber Alexander hat natürlich auch noch ein Wörtchen für Mitte und den dritten Platz. Marco. Nummer 6, Ahorner Bettina, 7, Elmecker Jürgen. Der Elmecker Jürgen, der ist natürlich vor. Muss auch die leichte Schulter nehmen, dann versuchen, den Sieg den Schenk höher zu lassen. Das Wünsche auch, dass er den Salzburger Nacken hat. Aber wo ist der Doppel? Ja, ja. Ja, das ist ein Schottland, der Schiffbauer. Und Bettina, der Doppelbauer. Jetzt ist es vorbei. 43-73. Das heißt, er liegt einmal vor Ordner 7. Absieg oder Silber. Hast du wirklich ein Foto gemacht? Nein, du auch. Ja, komm, nein. Ja, der Friese, der mischt dann um kräftig mit in der Klasse. Er liegt am zweiten Platz, 7 Punkte hinter Franz Ordner. Und kann die Kurven. Oh, weh! 3 Sekunden und noch ein bisschen mehr. Über 125 Kubikzentimeter an den Vorstart, bitte. So, dann schauen wir, wie wir bei den Motor wieder ausschaut. Kohlberger Raphael aus Schöne, der kann schon Vierer kommen.
So, der Seiler Matthias. Hat sich sehr, sehr gut entwickelt, der Kenny, der Manuel im Motocross. Motocross-Maschinen, wo man es oft gesehen hat, mit 5, 6 Jahren. Starten gehen noch aus, jetzt leider noch Kinder noch zwingen. So, dann haben wir noch den Weinhandel. Dominik, zwei Läufe wird abgehen. Und jetzt haben wir so, und drin sind wir in der ersten Runde noch, weil wir dann noch nicht kommen.